Ich sehe da hinten einen blauen Punkt auf der Karte. Okay. Kommt aus dem Himmel herab. Nein, nicht dein Ernst. Dera! Nein! Nein! Du bist toll. Da. Danke. Den gebe ich nie wieder her. Danke, Dera. Mit finanzieller Unterstützung von Mira. Und danke, Mira. Oh, ihr seid beide so toll. Dann schenkt er dir einen Wesen und dann sitzt wir ihn putzen. Du, dafür würde ich das sogar machen. Ey, komm, der Wesen. Oh nein, ist der toll. Oh, ist der klasse, ey. So, wir vergessen die Inista jetzt die ganze Zeit nur auf dem Besen, okay? Oh, danke. Ja. Ich kann gleich holen vor Freude. Ich hab Besen. Abgelehnt. Hey. Ich mag den Besen. Oh, vielen lieben Dank euch beiden. Oh, er ist so toll. Ach Gott, ich komme aus dem scheiß Grinsen nicht mehr raus, ey. Oh. Ach, scheiße. Du blöd. Oh, wie kann man sich über einen Besen freuen? Ja. Gott, ist das toll. Weißt du, jeder andere würde sagen, Alter, das ist ein scheiß Besen. Aber ich weiß, was das für ein Besen ist. Ah. Ah. Und wenn die Indie jetzt scheiße wird, habe ich wenigstens was als Aufmunterung. Und sagt es Indie, ja. Irgendwas überlege ich mir für euch auf jeden Fall als Dankeschön. Irgendwas überlege ich mir da. Lass sie nicht vom Buch ärgern. Ah, ich befürchte gerade was ganz, ganz Schlimmes. Ich befürchte etwas ganz, ganz Schlimmes. Oh. Okay. Ich muss die Maus heute hier vor. Danke und vielen, vielen lieben Dank nochmal. Der Teller beschützt dich ja. Zum Glück.
Aber dir eine wundervolle gute Nacht und einen wundervollen Wochenstart. Und wie gesagt, nochmal vielen, vielen lieben Dank. Neben das Tintenfass. Die grüne Neune. Also für gewöhnlich fühle ich mich bei so vielen Büchern ja echt wohl, aber... Aber die Musik ist cool. Oh nein. Oh nein. Oh. Ich kenne das Viech. Oh. Ich kenne es. In jedem. Nein, außer im ersten und zweiten Teil. In jedem. Perfekt. Eine Fantasy-Zeit kommt. Dieser Taktband. Ich drehe durch, ey. Ich dachte, ich für immer bleibt davon verschont in diesem Spiel. Ich habe es fast geahnt. Oh Gott. Okay. Ich hab's, glaube ich, dann. Okay, man muss da wahrscheinlich dahinter rennen, ne? Also, auf die Seite. Ich war minimal zu langsam. Okay. Okay. An der Seite vorbei. Ja, das stimmt.
Also das System kenne ich aus Final Fantasy. Ich muss nur überlegen, aus welchem Teil. Früher hieß es auf jeden Fall Dämonenwall. Und der kam dann halt immer so immer näher und immer näher und immer näher. Wie ein blödes Kack-Scheiß-Ding. Ich hab's gehasst. Okay, ja. Da war's. Ich hasse dieses Ding. Wie gesagt, in 12 hast du da mehrere lange Gänge, wo du vorwegrennst. In 10 weiß ich es jetzt nicht. Wie gesagt, in 1 und 2 gab's das nicht. In 3, glaube ich, ein Extra-Boss. In 4 gab's das Ding auch. Relativ am Ende. 5 und 6 weiß ich nicht. 8 auch nicht. In 10 war es eine Sinnschuhe. Stimmt! Stimmt, das Kackding. Ich hab's gehabt. Mein übelster Hassgegner. Ich krieg jetzt schon die Krise. Nein, lass mich darüber. Ich hasse das Ding.
Nicht mehr was zu tun. Ja, du freust dich. Oh. Ja, gut, zweimal war ich zu langsam. Sonst würde ich sagen, kann ich mich nicht beschweren. Ich hatte schon schlechtere Momente. Mit Gasoma. Hier die Einrichtung beim Lotto und Gold Source auf. Sehr cool. Da müsste ich eigentlich auch mal hin, wieder. Ich war nur einmal da. Seite 64. Okay. Nett. Level 2 ist auf FF8. Okay, das kenne ich tatsächlich nicht. Also, ich habe schon mal gehört. Aber der 8. Teil ist leider komplett an mir vorbeigegangen. Ich besitze ihn. Also auch für PlayStation 1. Aber ich hatte nie die Möglichkeit, den großartig zu spielen bisher. Weil da immer irgendwas anderes dazwischen kam. Ist auch recht kontrovers. Wie gesagt, ich habe damals mit Teil 10 angefangen. Nach Teil 10 hatte ich 12. Ich glaube dann sogar 10-2. Also dann hier der Nachfolger von 10. Und dann hatte ich schon den ersten und zweiten Teil. Zusammen mit der Origins Edition für PS1. Und dann ging das eigentlich auch erst los. Dann hatte ich 3 für den DS. Dann Teil 7, glaube ich. Und dann Teil 13, als ich mir die Xbox 360 damals geholt hatte. Mein erster Teil war 7. Dann 8, 9, 6, 10, 10, 2, 12, 13, 4 und 6. Sehr cool. Also ich glaube, ja, die einzigen Teile, die ich nie gespielt habe, sind 5, 6, beziehungsweise angespielt. Ich habe alles schon mal angespielt, aber nie lange. Deswegen zählt das für mich halt nicht wirklich als Spielen, wenn ich einfach nur so halbe bis eine Stunde gespielt habe. Ja, 5, 6, 8, 15, wobei 15 waren 3 bis 4 Stunden und dann habe ich ausgemacht. Und 13, 2 und 13, 3. Also Lightning Returns da noch. Die habe ich nie oft gespielt. 15 habe ich oft nur so lala gespielt. Ja, 15 war überhaupt nicht mein Ding. Von 15 war ich halt einfach nur enttäuscht. Also ich bin tatsächlich, ich habe gesagt, okay, alle anderen sagen, das Spiel ist scheiße, so schlecht kann es ja nicht sein. So, Meinungen gehen ja immer auseinander. Ich habe das Spiel gespielt und ich war von Minute zu Minute enttäuschter, weil ich hatte mich so mega drauf gefreut und für mich wirklich als ja, Fan, sage ich jetzt mal, es war einfach nur enttäuschend. Es mag, abgesehen von der Final Fantasy Reihe, mag es ein gutes Spiel sein, aber als Final Fantasy Teil würde ich es niemals betiteln. Das ist irgendwie, ja. Man merkt halt das Kampfsystem. Ja, also ich mag Kingdom Hearts. Ich liebe es, aber Kingdom Hearts ist für mich halt eine andere Reihe als Final Fantasy.
auf, wenn ne Parallelen dazwischen sind. Aber wie gesagt, 15 hat mich halt einfach nur so dermaßen enttäuscht. Es sieht schön aus und das war's dann auch schon für mich. Selbst die Synchronsprecher mochte ich nicht. Selbst die fand ich für ein A. Das ist, warum ich Persona liebe. Persona? Nee, habe ich noch nie gespielt. Ich habe viel von gehört. Auch von euch, glaube ich, schon. Ich überlege gerade, ob ich das Spiel habe. Eines der Spiele. Auch nicht. Bin ja echt mal gespannt, wie Teil 16 wird. Ist ein super dingliches Spiel. Nee, wie gesagt, ich auch nicht. Ist Dingens da. Aber mit den meisten Minispielen komme ich irgendwie nicht klar. So wie es aussah, okay. Also, okay, sagen wir mal so, das Kampfsystem, es geht. Ich kann mich auf viele Kampfsysteme relativ gut einspielen. Bei 15 hat halt für mich das komplette Gesamtpaket überhaupt nicht gepasst. Und ich bin wirklich ohne Vorurteile rangegangen. Ich wollte diesem Spiel eine Chance geben. Ich wollte. Aber das Spiel wollte... nee. Wir sind nicht auf einen Nenner gekommen. In dieser Bibliothek würde ich mir aber Gedanken machen, wenn ich da Bücher lesen würde. Wäre dann so ein Ort, an dem ich kein Buch öffnen würde. Halt dieser Mix aus RPG, Dungeon Crawler mit Pokémon. Social Aspect natürlich, wir suchen Beziehungen aufbauen. Und klingt cool. Die Bücher lesen dich. Ja, ich glaube auch. Ja, 180 Stunden gebraucht. Das damals mit Mira gezeigt. Ach stimmt, das war das, nämlich, was ihr mir mal erzählt hattet. Ich glaube, wo ihr frisch in den Stream kamt, da hattet ihr das, glaube ich, mal so ein bisschen erzählt von Persona. Da habe ich auch überlegt, ob ich es habe. Ich glaube, ich habe es aber nicht. Boah, dieser scheiß Automod. So. Diese Musik passt nicht zu diesem Dungeon. Nicht im geringsten. Ich bin 60% runtergesetzt. Scheiße, ich werde arm. Ich werde einfach nur arm. Ich werde arm. Da muss jemand dann immer arm. Ja. Ja, ich hab mir. Gott, war das letzte Woche? Ich glaube letzte Woche. Tales of Arise vorbestellt.
Aber nicht die normale Edition. Auch nicht die Collectors Edition. Nein, ich habe mir die Ultimate Edition bestellt. Ganz toll. Also ein paar Zacken wieder weg. Ich hab echt ein Problem. Bei Tales of Arise kommt ja am 10. September raus, also, ne? Dann, wenn ich halt auch beim Pute-Tag hab. Und da wollte ich dann halt mit euch an meinem Geburtstag halt streamen. Und da das Spiel da halt direkt rauskommt, dachte ich, ja geil, ne? Passt doch. Sieht gut aus. Finde ich interessant. Ihr bestimmt auch. Auch, hoffe ich. Ja. Und so ist das Geld flöten gegangen. Und wenn du auf Anime-RPGs gehst, deine Persona oder... Ja, genau, das ist richtig für dich. Draufstehen ist schon wieder... Ne? Ich liebe es. Wie gesagt, ich suchte zurzeit fast die komplette Tales of-Reihe. Wie ja gerade Tales of Vesperia. Beziehungsweise halt für YouTube nehme ich das ja auf. Gut, Final Fantasy sowieso. Animes. Sowieso. Tales of ist super. Also, dass das Multiplayer möglich ist. Ja. Ich kam nur leider nie in die Möglichkeit, das mal im Multiplayer zu spielen. Aber ich liebe die Tales of Reihe. Ich habe damals mit Tales of Symphonia angefangen. Tales of Symphonia fand ich cool. Und ich glaube auch eines der ersten Spiele, wo ich wieder geheult habe tatsächlich. Und dann habe ich Tales of Vesperia gespielt. Und ich liebe dieses Spiel. Ich vergöttere dieses Spiel. Tales of Vesperia ist einfach so für mich pure Liebe. Ich liebe die Charaktere. Ich liebe das Design. Es ist einfach, Gott, ich liebe es. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es ist einfach wirklich pure Liebe. Und Tales of Symphonie hat mich schon wirklich von den Socken gehauen. Vor allem, weil Colette aus Tales of Symphonie so 1:1 genau ich bin. Ich fall auch ständig hin. Ständig. Weißt du, das Mädel landet immer auf der Schnauze. Ja, ich genauso. So, das war so eine Chemie. Ja, das hat genau gepasst. Und in Tales of Vesperia, ich liebe Estelle, ich liebe Yuri, ich liebe Repeat. Ich weiß nicht, ob ich es so richtig ausgesprochen habe. Ich wundere mich, frage mich da jedes Mal drüber. Ich liebe die Charaktere einfach. Und die Story überhaupt. Und ich bin, glaube ich, kurz vorm Ende. Ich bin so in den letzten Zügen. Ich glaube, ich habe nur noch so 2-3 Stunden vor mir. Oh. Ich will gar nicht, dass es endet. Die beste Team-Member, ja. Ja, das stimmt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Sowas wie dich kenne ich auch schon. Nein, nein, nein. Tu mir das nicht an, bitte. Ich bin so beliebt, dass er mit den öffentlichen Beliebtheitscharts vom Entwickler gebannt wurde, der immer Platz 1 ist. Ich kann es aber echt verstehen, dass der beliebt ist. Ich kann es verstehen, weil... Vom Charakter her. Vom Aussehen her. Ich liebe Yuri. Das ist so. Und das habe ich selten bei einem männlichen Charakter. Ich bin wirklich immer so auf weiblich fixiert. Weil weibliche Anime-Charaktere finde ich einfach. Weiß nicht, finde ich toll. Okay. Ich folge die einfach schon mal. Ich versuche da irgendwie so ein bisschen. Okay, gut. Ja, aber Tales of Vesperia ist einfach geil.
Ja, schmiede Protagonist. Ja, genau. Bei Yuri finde ich es halt auch mega cool, weil er halt auch sich anders verhält als so die typischen Charaktere. Wie du halt schon sagst, es ist halt wirklich kein 0815 Charakter. Es ist halt mal was komplett anderes, finde ich. Ich glaube, es gibt keine Indie, in der ich zurzeit sterbe. Und zu langsam. Entschuldigung. Leicht zu langsam. Etwas sehr zu langsam. Sehr, sehr zu langsam. Das ist mir der Standard-Shape, die Protagonist von seinem Charakter. Ja, ihn mochte ich auch nicht so. Bei ihm war es wirklich so. Ja, war schrucklich. Aber ich fand ihn zu brav. Irgendwie. Wobei es halt auch manchmal so Stellen gab, wo ich dachte, okay. Aber ich fand ihn allgemein zu brav. Wenn ihr gespielt habt, Kratos oder Zelos. Kratos. Kratos. Definitiv. Ja, Kratos ist einfach so. Zelos hat sich halt bei mir irgendwie so direkt am Anfang unsympathisch gemacht. Das war so. Ja. Also ich habe Spielverläufe gemacht. Kratos. Also was anderes. Nee.
Ja, ich hab das getraut, wieder zu laufen. Okay. Ach ja. Da fand ich ja den Dämonen, also den Bücherfelder noch besser. Den fand ich angenehmer. Wegtragen. Da wird einer erlittenen Schaden. Nee. Muss ich hier auch rein, um später irgendwas zu farmen? Ich frage für einen Freund. Ich wollte das immer schon mal sagen, ich frage für einen Freund. Dann danach gibt es wieder 100 Steine. Ja, dann laufe ich lieber 30.000 Mal Kastrum. Als diesen Dungeon. Es gibt 30.000 Sachen, die ich lieber machen würde, als diesen Dungeon nochmal. Ja, kommt auf meine Hass. Nein, ich muss den ja noch einmal machen. Ich muss ja mit Kaya hier rein. Oh. Ich weigere mich. Kaya braucht die anderen Addons nicht. Ich bin für ihr schon da zu haben. Das ist gut. Das ist echt gut. Weil ich glaube, das hier ist so etwas, was würde ich auch nicht gerne heilen wollen. Das schaffst du schon zu Ende. Na. Ich habe ja selbst bei kleineren irgendwie schon das Problem. Lauf, 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 lauf. Das heute noch mal hinkriege. Nein. Ich mag das Ding nicht. Ich mag es nicht.
Oh Gott. Oh, nie wieder. Nein, nix. Nada, niente. Nein. Nein. Ich weigere mich. Nein, 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 nein. Und nochmals. Nein. Kaya kann das Ding allein machen. Ja, ja, ja. Zur Not heil ich. Dufte, du weißt ganz genau, dass ich trotzdem mit reingehe. Egal, wie sehr ich mich gerade beschwere. Ich lass doch Kaya dann... Der würde nie Final Fantasy nie wieder anfassen. Wenn er da allein rein müsste. Aber heilen werde ich das Ding nicht. Das kann Dera machen. Um Tankman zu Healer Tankman. Ja, sehr cool. Ja, die Idee ist eher meine Sache. Für einen Heiler bin ich, glaube ich, noch viel zu langsam. Oh, ja, ja, ja. So, dann gehen wir den Schrott jetzt mal ab. Also, ja, stimmt. Da war ja was. Juhu! Ja gut, ein bisschen was habe ich da noch zu tun, ne? Das mache ich ja morgen. Das war schon wieder sehr schlau von mir. Autsch. Kannst du zurücksetzen. Okay. Okay. Wenn du schon gemacht hast. Ah, okay. Das ist die zweite Chance. Okay. Mit zusätzlichen kannst du einen Punkt austauschen. Ah, okay. Okay, und dann kann ich das dann einfach anklicken und dann darüber machen, wo ich es hin möchte. Oder wie geht das dann? Was hat denn jetzt die Reihenfolge des Sticker? Du hast eine 2 oder sogar 3er Reihe zu erhöhen. Okay. Dann schaue ich morgen mal in Ruhe an. Würde ich sagen. Geht ja, glaube ich, noch ein bisschen, ne? Bis Dienstag oder wann setze ich das zurück? Ja, ich will es mir zumindest einmal anschauen, damit ich es halt einmal gemacht habe. Sag ich mal so.
Dann sagt sie, nö, ich habe es dahin, geht das doch. Morgen habe ich ja den ganzen Tag Zeit. Zum Glück. Statt 1 Uhr ist es 2 geworden, hä? Huh? Es ist halt super zum Leveln von anderen Jobs und gibt 500 Steine garantiert. Das stimmt. Also die 500 Steine reizen mich auch. Juhu! Ja! Wir können hier fliegen! Gott sei Dank. Juhu! So. Hier würde ich dann aber wirklich heute Feierabend machen. Es ist schon wieder eine Stunde später geworden, als ich gesagt habe. So.